Hallo, liebe Sandrockianer, hier sind wir wieder, My Time at Sandrock, und wir steigen auch schon gleich wieder ein. Und werden uns hier durch die Level buddeln. Hat gerade ein Pferd geschnaubt? Ich weiß nicht, also. Okay, keine Ahnung. So, wir haben Freitag, ich sehe gerade, wir haben wieder einen Levelaufstieg. Was können wir denn? Okay, Soziales. Ich mach jetzt mal Geräusche. So, dann. Gut, dann haben wir das. Da haben wir zwei neue Sachen freigeschaltet. Einmal doppelt so viel Dreck beim Kräutersammeln. Oder beim Durchwühlen von Müllbergen kriegen wir mehr Dreck. Oh, da freue ich mich aber drauf. Gold und Diamanten kann man finden. Oh, okay. Klingt gut. Das klingt doch einmal so schlecht. So, was fehlt jetzt hier denn noch? Muss mal gucken. Ah ja, diese Bronzeplatten und Bronzerahmen. Okay. Das heißt, wir brauchen Zinn. Okay. Ah, da hinten ist Mi an. Okay, dann können wir das mal machen. Wenn hier schon. Wo ist sie? Ah, hier ist nochmal diese Geschichte mit Elsie, aber das bringt ja eh nichts. Da hinten ist Räubert die wieder rum. Ah, hier, Bleib stehen! Hallo! Stopp! Was ist los? Warte mal, was ich heute vorhabe. Keine Pläne, so halte ich die Dinge interessant. Okay. So, Mian, hallo, wie geht's? Gut gemacht, ich habe meine auch schon. Lass uns heute gut ausruhen und morgen mit unserem Spezialjob beginnen. Mach dir keine Sorgen, ich komme morgen früh zu dir. Oh, danke schön. Können auch zusammen frühstücken. Oh, wieder verwirrt. Ich dachte... Was war das jetzt? Der Wiederverwerter, kein Kraftstoff. Okay, das gibt Schlimmeres. Okay. Okay, dann können wir morgen diese Mission mit Elsie machen. Ja, toll. Na gut. Wir könnten hier die Bestellung abschließen mit dem Marmor. Dann haben wir das auch hinter uns. Oh! Was ist jetzt? Was war das jetzt? Bin irgendwie ins Wasser gefallen und kam auch nicht mehr weg. Das war crazy, okay? Gruselig. Da hinten. Mal aus dem Weg, ich hab da Axt. Aus dem Weg. Die ist da drin. Zu Hause der Vivi-Familie. Nein, nicht in deine Zimmer gehen. Ich will doch nur noch deinen Marmor geben. Oh, na gut, dann ist dann selber ein Bild. Ein altes Familienfoto. Mort, der aussieht, als wäre er keinen Tag gealtert. Im Guten wie im Schlechten. Cooper und Mabel, Hugo, ein junger aufgeweckter Owen und Owens Vater sind darauf zu sehen. Wie wisst ihr, um zu sehen, vermutlich hat sie das Foto selbst gemacht. Aha. Einige alte Fotos sind hier. Es scheint von Hugo und seiner Frau zu sein, die vor Jahren verstorben sind. Sie wirken so glücklich, dass es schwer fällt, sie anders als voller Leben zu sehen. Jetzt? Das heißt, die sind alle hier dann so ein bisschen verwandt, ne? Mortimer, Hugo, Owen. Mort ist doch dieser Friedhofswärter. Cooper und Mabel sind da drauf. Altes Gruppenfoto. Die kennen sich also auch schon sehr lange. Also sie sind hier geboren anscheinend dann auch. Na guck mal, Cooper und Mabel, als sie noch ganz jung waren. Hm, cool. Hier. Dieses Bücherregal bietet eine Mischung aus professionellen Werken und Kindergeschichten. Das wird wahrscheinlich von allen geteilt. Es gibt eine ganze Serie mit dem Titel Die Malteser Taube.
Oh nein. Oh, halt. Gut, dass du wieder rausgekommen bist. Hallo, ich habe hier Marmor für dich. Das brauchst du bestimmt schnell jetzt, sofort. Juhu. Dankeschön. So, ja, sorry, dass ich dich hier gestört habe. Ach, hier, guck mal, kommt Jasmine rausgetapst. Wohnen die alle hier? Was ist das hier? Kinderspielzeug. Einige Spielzeuge sind hier ausgelegt. Du nimmst an, dass sie von Jasmine sind, nicht von Hugo. Das sind wir im Bild. Ist aber alles sehr detailverliebt gemacht hier, muss man sagen. Das gefällt mir. Einige von Wies Werken sind ausgestellt. Diese sehen hübsch aus. Ja, diese komischen Masken und das alles, ne? Also Jasmine, Vivi und die leben hier alle in demselben Haus. Okay. Hm. Na gut, okay. Gut, gehen wir mal gucken, was hier los ist. Okay, dafür ist also die Birne hier, damit man auch nachts hier arbeiten kann. Sehr hochvorbildlich. Okay. Hier ist wieder unglaublich viel Staub, habe ich das Gefühl. Tatsächlich. Okay. Ja, ist auch ein bisschen verstaubt, oder? Hm, sah so aus. So, haben wir hier irgendwas, was wir drauf machen können? Nee. Da haben wir nicht genug von. Ja, können wir ein bisschen Papier machen. Den Zeug haben wir hier genug. Wer weiß, wofür man das braucht. So, rein damit. Zack. Kann man hier mal Leder machen? Na, davon hätte ich was. Wasser kann man auch noch mal herstellen. Das ist gut. Hier. Können auch noch mal, wir können ein Leder machen, ist ja Wahnsinn. Ah, okay, machen das, besser als nix. So, jetzt haben wir auch schon wieder spät. Mal gucken. Mission. So. Das ist das. Dann machen wir den Handwerker-Rundgang mit mir an. Okay, bin nur gespannt, was das dann wird. Machen wir mal was zusammen. Dann gehen wir mal früh ins Bett, damit wir nicht ganz so dicke Augenringe haben. Das wackelt immer noch. Das ist echt gruselig. Na gut. Der geheimnisvolle Mann ist erschienen. Stand da gerade. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Wir haben wieder... Warum? Okay. Ja komm, machen wir das mal. Wir bauen ja jetzt ein bisschen mehr auf der Montagestation. So, ein Bruch, das. Und gut, das funktioniert irgendwie nicht, diese Mission. Okay, dann schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Und der Gute und mir an. Howdy, Partner. That's Sandrock News for hello. Hope you got plenty of rest. I prepared the route for our builder crews. Howdy, Partner, das ist Sandrokanisch für hallo. Ich hoffe, du hast dich gut erholt. Ich habe die Route für unseren Handwerker-Rundgang vorbereitet.
first stop, the train station. You might have noticed that the floorboards on the platform there are all full of potholes. Erster Halt, der Bahnhof. Vielleicht hast du bemerkt, dass die Dielen auf dem Bahnsteig voller Löcher sind. Nun, damit ist ab heute Schluss. Los geht's! Jetzt renn doch nicht gleich wieder so. Was soll man denn hier machen? Hier sind wir. Lass uns diese Löcher stopfen. Ich weiß gar nicht, dass es hier so Couchen gibt. Okay. Klopp, klopp. Das war's dann wohl. Weiter zum nächsten Ziel. Der Zaun um Martels Oase. Handwerkerrundgang. Los geht's. Sie ist immer so motiviert. Hat hier echt ein Tempo drauf. So. Was müssen wir hier machen? Also gut, da sind wir. Liegt es nur an mir oder ist es dir schwer gefallen, dich im Zaun zu halten? Haha, verstanden? Naja. Na gut, lass uns die unschönen Stellen ausbessern und dann weitermachen. Ja. Ich wollte mal hören, wie sie das in Englisch sagt. Das war ganz lustig. Nee. Reparieren. Wir sind ein ziemlich gutes Team, was, Fred? Dann haben wir im Handumdrehen alles geschafft. Also gut, auf zur nächsten Mission. Bänke auf dem Stadtplatz aufstellen. Eines Tages bemerkte ich Vivi, wie sie durch die Stadt lief und irgendwie erschöpft aussah, als mir plötzlich einfiel, es gibt nirgendwo in der Stadt einen Platz zum Sitzen. Daher, Bänke. Aber ganz oben gibt es doch, glaube ich, am Tempel Bänke, oder? Oh, hier darf ich nicht wieder ins Wasser fallen. Was ist jetzt? So, wo bin ich jetzt hin? Oh Gott. Oh, hier ist sie ja. Das sieht nach einem guten Platz aus. Mal sehen, wer schneller eine Bank aufstellen kann. Fertig? Los geht's! Ach, hier. Okay. Klopf, klopf. Oh, toll. Aber die wahren Gewinner sind die müden, die erschöpften, die geknechteten Massen. Sie sehen sich danach, frei zu sitzen. Jetzt haben sie diese super coolen Bänke, auf denen sie sich ausruhen können. Weißt du, ich dachte eigentlich auch, wir sollten ein paar Sträucher und vielleicht ein paar Blumen pflanzen, aber dieser Boden ist einfach so verdorrt. Ja, wie meine Kehle. Aber das ist weder hier noch dort. Das haben wir heute gut gemacht, Fred. Hier ist deine Kleinigkeit als Zeichen meiner Wertschätzung. Du hättest nicht mitmachen müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Lass uns das mal wieder machen. Cool. Mian wurde zu meiner Vermündeten jetzt. Hey, cool. Können wir noch mit dir reden? Hey, wann ist dein Geburtstag? Meiner ist der 20. Herbst. Wir sollten daran denken, etwas zum Feiern zu unternehmen. Was? Schon wieder feiern? Okay. Das letzte Mal war crazy. Aber cool, süß. Jetzt habe ich auch ihren Geburtstag. Komm, wir spielen noch mal ein bisschen. Hund, Katze, Maus. Pass auf. So, jetzt schlage ich sie jetzt erstmal mit der Maus. Damit hat sie jetzt nicht gerechnet. Ha. So, Hund, Katze, Maus heißt es. Also nehmen wir jetzt die Katze. Und dann nehmen wir jetzt wieder die Maus. Weil ich möchte eigentlich gar nicht gewinnen. Jawohl. Wow, du warst großartig. Groß gewinnen. Beziehung plus 5 nochmal. Sehr schön. Dann verlassen wir das Ganze. Was für eine spannende Runde. Lass uns bald wieder spielen. Take it easy. Okay. Ich bin schon ganz müde. Puh. Na gut. Haben wir genug? Was haben wir da? Status. Noch ziemlich gut ausgerüstet. Erhältst du einen Tag lang mehr Erfahrungspunkt. Okay. Wenn du dich hier ausruhst, erhältst du Ausdauer. Ach so, deshalb. Und wir kriegen plus 10 maximalen Schaden und minimalen Schaden. Also wenn wir heute jetzt kämpfen würden, wäre das einfacher. Okay. Das war jetzt nice. Okay, dann guck mal, gibt es hier was Neues eigentlich? Hydrogel wiederhergestellt. Das kennen wir ja. Wir können ja nochmal eine Anzeige starten. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Mal überhaupt irgendwas gebracht. Gar nichts eigentlich, ne? Hey, du Vogel!
Also, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie schwer es ist, so stark und gut aussehend zu sein. Also, ich bin mit zu viel Gaben beschenkt worden. Manchmal wünschte ich, andere Menschen könnten wissen, wie das ist. Hi. Okay. Oh, wer ist das denn? Der mysteriöse Mann. Oh, ein weiterer teurer Kunde ist gerade aufgetaucht. Die Leute nennen mich den geheimnisvollen Verkäufer. Immer ein Vergnügen. Wer hat eine Panda-Maske auf oder der hat noch mehr Augenringe als ich? Howdy. 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 Hast du etwas Seltenes, das du nicht willst? Verkauf es an mich. Ich bringe es für dich um die halbe Welt. Okay. Ich komme nicht oft hierher. Das war jetzt zu schnell. Oh, Marktplatz plus 3. Also bin ich sie jetzt nicht. Ich habe 8.378 Golds. Was verkauft der denn alles? Ein einfaches Bücherregal. Okay. Einzelbett aus Metall. Das gibt mir plus 8 Fähigkeitsstärke. Nice. Eine elegante Bank. Mhm. Eine große Lagerkiste. Oh. Oh, die kostet aber... Ist das eine Jackboy-Zielscheibe? Stell sie in deinem Heim und schwelge in Erinnerung an die tapferen, heldenhaften Schützen von früher. Eine Möbelkiste. Öffne sie, um ein zufälliges Möbelstück zu haben. Das ist irgendwie eine Lootbox hier. Reliquientasche. Hä? Okay. Pfeffer? Betäubt die ungeschützten Lippen, wenn man zu viel isst, aber nur ein wenig Würze kann die Speisen wirklich Geschmack verleihen. Was ist das alles für Sachen? Koriander, Knoblauch, ein süßes Dessert, Defender Cape. Was? Mhm. Ein Küstenfreizeitarmband. Was macht man denn damit? Lama-Freizeitarmband. Gibt mir Verteidigungspunkte. Okay. Das sind so Capes. Das sieht mir eher aus wie Froschentdecker-Schal. Mhm. Sehe wie so ein Halstuch. Ja, wir haben das falsch übersetzt wieder. Das gibt mir auch nochmal Verteidigungspunkte. Das ist ja lustig. Ja gut, dann kaufen wir das einmal. Mal gucken. Reliquien. Vielleicht können wir das ins Museum geben, je nachdem, das ist ein bisschen Lootbox hier, ne? Vielleicht testen wir damit auch ein bisschen so ein System, in dem man was verkaufen kann, wenn man so, ne, Zeug haben kann. Hier sind Rezepte für so ein Möbel. Was bringt denn so ein Freizeitarmband? Gibt 4 Verteidigungspunkte. 3, 4, 3... Kostet dann dasselbe. Warum sollte man dann eins mit 3 nehmen, wenn man dann eins mit 4 kriegen kann? Das gibt 6. Gut, kaufen wir mal. Wenn es nichts taugt, kann man es immer noch verkaufen. Aber die große Lagerkiste ist natürlich interessant, ne? Damit könnte man wahrscheinlich sehr viel Zeug einlagern. Gut, die kaufen wir uns. Ja, so wird man auch sein Gold wieder los, ne? Damit man nicht zu viel anhäuft. Ach komm, wir können uns ein neues Bett. Was soll der Scheiß? Man lebt nur einmal. So, und sorry, Panda-Maskenmann. Könnte ich eigentlich auch was verkaufen? Ah, der nimmt Datendisks. Ist auch das Einzige. Okay. Gut, gut, dann guten Handel noch irgendwie. Okay. Ja, setzen wir uns mal hin. Bin erschöpft. So. Aha. Und das Ding hier ersetzt dann was? Das Freizeit. Das Vollmondarmband. Ah. Okay, dann habe ich statt 2 6 Verteidigungspunkte. Das ist natürlich ein Vorteil für mich. Das Ding kann ich dann auch verkaufen. Das ist das hier jetzt. Ah ja, jetzt habe ich hier so ein buntes Armband in der Hand.
Was haben wir noch? Okay, die große Lagertruhe. Okay, wenn wir so ein Ding kriegen, das scheint ja wirklich dann groß zu sein. Was ist das jetzt? Da haben wir jetzt bekommen Datendisk und Ostak. Entschuldigung, Ostak Sonnenanbetungsstatue Teil 2. Eines der drei Teile der Sonnenanbetungsstatue des Ostak. Die sind die Arme. Okay. Was immer das ist. Okay. Irgendwo ein Relikt, das man vielleicht beim Buddeln findet. Und wir haben jetzt zumindest Teil 2 schon mal gefunden. Und dann können wir die anderen beiden Teile auch noch finden irgendwann. Und dann... Puh. Okay. Ja, gut. Die können wir nicht verkaufen. Ach, da drüben ist ja dieser Barbershop, ne? Da waren wir noch nie drin, weil der war ja die ganze Zeit auf Selbstfindung oder so ähnlich. Dann gehen wir mal zu Pablo. Ich weiß eh nicht, wie meine Frisur aussieht, weil ich die ganze Zeit eine Kappe trage. Oh Gott, ist das bunt. Okay, was ist das hier? Ein Föhn? Wie ist die da? Ein Plakat von Luna. Sie ist derzeit eine musikalische Sensation in den Vereinigten Städten. Okay. Ein Föhn. Ein Spitzenmodell der Pro Nitrium Power Cell Extreme 4000. Das ist der letzte Schrei in der Trocknungs-Community. Es gibt einen Trocknungs... Naja. Was ist das? Sandrock-Auszeichnung für das Haar des Jahres. Obwohl du nicht an Pablos Fähigkeiten zweifelst, kannst du dich auch nicht erinnern, andere Frisuren im Sandrock gesehen zu haben. Okay. Aha. So süß hier. Ja, stimmt, die haben alle immer dieselbe Frisur eigentlich, ne? Kann ich mit dem reden? Ja, bleib hier, du Vogel! Halt! Jetzt wollte ich mal mit dem reden, jetzt haut er einfach ab. Jetzt Kundschaft im Laden, da geht man noch nicht raus. Sondern was ist das für eine Arbeitseinstellung? So, hier, hallo! Hey! Du musst Red sein, ich möchte dich im Namen von Pablo Salon herzlich in Sandrock willkommen heißen. Ich bin Pablo, der Chefstylist, und ich freue mich, dich kennenzulernen. Du bist aber sehr grün, mein Freund. Ich habe in Walnut Grove gewohnt und wusste nicht, dass wir zwei neue Bauherren bekommen. Sieht aus, als würdet ihr euch richtig verstehen, aber wenn ich das sagen darf, sieht es auch so aus, als wärt ihr in Sand und Staub geschwommen. Das kommt mir auch so vor. Genau, da komme ich ins Spiel. Wann immer du deinen Stil ändern willst, eine neue Frisur brauchst, komm in mein Geschäft und ich entstaube dich und sorge dafür, dass du in einer Menge auffällst. Hallo. Zu sein. Ich behandle jeden, den ich treffe, mit Respekt, egal woher er kommt oder wie er aussieht. Es sei denn, er macht Sand auf mein Outfit, dann kann alles passieren. Okay. Genau, catch dich auch. Hier kann man wahrscheinlich dann seinen Look ein bisschen ändern, ne? Vermute ich mal. Mal gucken, was denn hier. Tschüss. Okay. Ah ja, okay. Hier kann ich also. Das ist meine Frisur, habe ich ganz vergessen. Da können wir das alles ändern. Aha, okay. Gesichtsröte. Der hat echt hier so ein bisschen rot. Hatte ich das so gemacht am Anfang? Na gut. Der hat halt einen Dauersonnenbrand. Ist der helle Hauttyp. Wir lassen uns mal so. Wir haben eh eine Kappe auf. Brauchen wir keine Frisur. Darum hat man Kappen erfunden. Ist der einzige Grund, warum es sie gibt. Damit man sich nicht kennen muss. Okay, jetzt haben wir also auch hier ein Umstyling, was wir machen können. Na gut. Hallo, Captain. Passt du wieder auf hier? Ja. Das hebt das Pfötchen. Das ist süß. So. Wie könnte man Leder verkaufen? Das ist ja interessant. Okay. Was liegt denn hier schön herum? Ein halbes Steak am Boden oder was? So, da ist Coco auch schön unterwegs. Das bringt uns nur leider nichts. So. Wie sieht es hier jetzt inzwischen aus? Okay, Mian hat nochmal gut Punkte gemacht, oder? Naja, sei es ihr gegönnt. Wir hängen nur noch drei Aufträge. Was ist denn hier los?
Holzstock. Das sind eher so simple Aufträge, ne? Kupferschrauben. Ja, bringt beides nicht so viel, ne? Ja, Bronze brauche ich selbst. Komm, wir machen mal so einen kleinen Auftrag. Ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ich glaube, dieses Holzding, da habe ich eigentlich noch einige von und die sind relativ schnell gemacht. Wenn gerade nichts anderes ist, also das war jetzt eh Ebbe. Darauf, da kommt Jeff wieder angerannt, wie eine Wahnsinnige. Shoulder Tackle, ich hab dich. Howdy. Hey Handwerker, was gibt's da draußen zu sehen? Hast du schon mal einen Himmelsabstreifer gesehen? Wie die in meinem Buch? Nee, nur Fußabstreifer, wie in meinem Haus. So long, Partner. Howdy. Hallo, Sandy. Ja, das Wetter, ich weiß es, ja. Es nervt. So, wir haben schon Samstag. Okay. Haben wir eigentlich genug von? Das ist Quatsch. Also wir müssen dringend Bronze herstellen, das ist das Wichtigste. Und wir müssen, dringend hier Wasser nachfüllen. Jetzt können wir mal gar nichts mehr herstellen hier. Dringend Zinn. Das ist das Allerwichtigste jetzt hier, okay. Ah, Moment, bevor wir hier uns damit sowas wieder beschäftigen. Wo ist unsere große Truhe? Die will ich doch jetzt mal. Okay, sieht aus wie so ein Kühlcontainer. Große Lagerkiste. Mal gucken, wie viel passt denn da rein? Aha. Oh. Das hat zwei Fächer. Oh. Okay. Da komme ich ja mal so Zeug da reinlegen. Ach, das Armband wollte ich eigentlich verkaufen, ne? Essensreste und sowas. Ja, die Schläuche brauche ich jetzt hier auch nicht. Hartholzstock brauche ich nicht. Holzbrett können wir wieder wegtun. Die Dielen auch. Wofür habe ich Revolverpatronen? Was ist denn die hier? Kupferplatten brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch alle nicht. Marmorziegel. Leder. Das brauchen wir. Das lasse ich mal. Nee, das Salz müssen wir nicht rumschleppen. Falls wir mal angeln gehen, braucht man das. Wasser sammeln wir. Die Datendisks. Da wollte ich eigentlich nochmal zum Dings gehen. Das wollte ich verkaufen. Und das Bett müssen wir noch aufstellen. Okay. Oh, da haben wir jetzt richtig Platz für Zeug hier. Cool. Ja, war jetzt sehr teuer, aber ich denke schon, dass sich das gelohnt hat. Und ja, das machen wir dann auch noch. So, hier haben wir Papier. Wahnsinn, wofür auch immer man das braucht. So. So. Was ist das für Post jetzt hier? Von Nia? Ach, unsere Freundin hat wieder geschrieben. Fred, du wirst nie erraten, was ich gefunden habe. Ich habe deine Mutter neulich beim Aufräumen deines Zimmers geholfen. Du kommst ja nie zu Besuch. Und dabei ein altes Fotoalbum gefunden. Oh, wir haben uns viel kaputt gelacht, ehrlich. Es gibt so viele peinliche Fotos von dir, als du noch klein warst. Meinst du, wie viele es gibt, seit ich erwachsen bin? Eine Zeit lang sahst du richtig albern aus. Ich habe auch das Foto von mir an meinem Geburtstag gefunden. Es ist witzig, wir waren noch sehr jung und du hast mir diesen riesigen Donut zum Geburtstag geschenkt. Ich habe versucht, ihn zu essen. Wenigstens war es kein Wurm. Naja, sieh dir das Foto an. Weißt du noch, wie wir früher auf die Bäume geklettert sind? Oh, du warst so nervig. Hallo? Du warst immer so schrecklich beim Klettern und bist dauernd runtergefallen.
Ja, das passiert mir immer noch. Ich weiß noch, dass du immer weinend zu deiner Mama nach Hause gegangen bist, aber wir haben so getan, als würden wir nicht auf Bäume klettern. Also hast du dir immer eine komische Ausrede ausgedacht. Haha. Rückblickend denke ich, dass sie immer es wusste. Weißt du, es ist lustig, wenn ich an all diese Erinnerungen zurückdenke. Dann fällt mir ein, wie du immer von deinen Träumen erzählt hast. Du warst immer so ehrgeizig. Wirklich? Ich war nicht wirklich überrascht, als du losgezogen bist, um in der Wüste Sandbogen zu bauen. Ich würde gerne sehen, was für Dinge du dort gebaut hast. Ich wette, du hast alles mögliche Verrücktes gebaut. Tja, das war's dann wohl für heute. Ich habe es dir doch gesagt, oder? Diesmal gibt es keine einzige Beschwerde. PS, wenn du jemandem dieses Foto zeigst, werde ich dir nicht verzeihen. PS, das meine ich ernst. Deine Freundin-Firma. Oh, wie süß. Da kriegt man immer Heimweh, obwohl man das ja nie zu Hause war. Also, ne, das kennen wir ja alle nicht. Aber das ist schön geschrieben, finde ich so, diese ganze Geschichte. Das bringt dann die Figur auch mir noch ein bisschen näher. Haben wir das denn jetzt? Geschichte? Hier. Ach, das ist die. Süßes Foto von Nia. Wie sie Donuts isst, als sie noch... mehr kann man jetzt leider nicht lesen, als sie noch klein war. Das ist immer wirklich ein Riesendonut. Okay, leider kann man mehr von der Beschreibung nicht lesen jetzt hier. Naja, wir wissen ja, was es ist. So sieht also die Nia aus, beziehungsweise als sie klein war. Süß. Immer ganz viele Ereignisse. Ja, ich kann ihr dieses mal schicken, wie ich aussehe. Lieber nicht. Lieber nicht, okay, mal gucken, ob wir noch hier in die Mine kommen, bevor es hier zu spät ist. Heute ist Samstag, ist nicht mehr samstags irgendwas. Vergesse ich immer. So, hier haben wir noch Stein. Ja, müssen wir schon wieder bezahlen. Und langsam gibt mir das Geld wieder aus. Ist das eigentlich auch Schrott hier? Ach, da ist ja auch ein Haufen mit Metallen. Ich dachte immer nur der da ist einer. Okay. Kupferstangen. Schön. So, mal. Mit dem geht's nicht. Okay. Sonst noch irgendwas, was ich immer übersehen habe. Ach, hier sind Gummireste. Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Okay. Okay, Gummireste, Gummischrott. Können wir alles gebrauchen. So, das ist hier der normale Müllhaufen. Okay, aber wir müssen nach unten. Ich brauche Zinn. Ohne Zinn ist es schlimm. Solange wir jetzt hier nicht wieder Ski irgendwo in die Quere kommt. So, wir waren zuletzt auf 4. So weit sind wir noch nicht gekommen, aber gut. Dann geht dann immer die Zeit aus und die Energie und man bräuchte eigentlich eine Woche nur hier unten. Hier ging es, glaube ich, ne? So, dann sieht man das hier besser. Ich glaube, Kupfer haben wir eigentlich genug, aber gut. Nehm's mal mit. Schießhammer. Die ist gar nicht so schlecht. Der Vorteil bei einem Schießhammer ist auch, die hat eine höhere Reichweite. Also man kann tiefer buddeln. Und man kriegt ab und zu ein bisschen Energie zurück. Dafür kann man mit dem anderen schneller und die schwierigeren Sachen machen. Also so schlecht ist das gar nicht, diesen Hammer von Schieder zu kriegen.
hier? Hä? Ach, da unten. So, zum Beispiel Energiestreine kriege ich jetzt nur mit dem Bronzehammer weg. Aber größere Löcher kann ich mit Schießspitzhammer machen. So, hier mit Zinn. Sehr schön. Immer auch Ausdauer zurückgeblich 2. Sehr schön. Dafür dauert sowas dann ein bisschen länger halt, das Kloppen, aber wir können auf einmal ein viel größeres Loch machen. Oh, was ist da unten? Da geht's lang zum nächsten Level. Und dafür ist dieser Skihammer ganz gut, wenn man zum Beispiel eben hier unten durch will. Da ist man viel schneller durch, wenn man schneller diesen Tunnel kommt. So. Wo sind wir jetzt hier? Ein bisschen abgewichen vom Kurs. Okay. Ah, hier sind Relikte. Da. Okay, wir haben eine Werkzeugkiste bekommen. Na gut, okay. Dass sich diese Bude leider für jetzt gelohnt hat. Oh, da sind wir schnell durch. Das hier? Nee, das geht nicht. Was ist das denn jetzt hier? Boah, alles rot. Hm. Durch? Okay. Wie viele Meter sind das? 5? Oh, das ist nicht so viel. Okay, ich dachte, das ist eine Riesenwand. Oh, hier ist Zinn. Das mit dem. Oh, war das schon? Ist das schon? Hab ich das schon? Oh, okay. Dann geht's hier unten weiter. Wie viele Meter sind das? 2. Oh, okay. Horido! Da sind wir im Level Nummer 6 angekommen. 6. Stock. Willkommen. Willkommen. Oh. Was ist denn da? Gruselig. Okay, hier ist hin. Hier auch. Ich brauche nur Zinn, da ist es mir egal. Wie weit ist das? Ach, scheiße, jetzt ist wieder weg. 4 Meter. Das ist nicht so viel. Das könnte man schaffen. Hier ist der nächste. Komm hier durch, ja. Ah, Zinn, ganz viel Zinn. Wie weit ist das entfernt? 3 Meter. Aha, da haben wir es schon. Alte Teile, naja gut. Was ist das hier wieder alles für ein komisches? Oh oh. Okay. Hm. Könnte sein, wenn wir nach unten buddeln, dass wir jetzt nach unten fallen. Oh, oh, oh. Boah, das ist aber fies, genau auf so einem Ding zu landen. Hallo? Was ist das denn hier?
Crazy. Das ist aber eine Bombe. Die hat mich weggeballert. Boah. Spinnt wohl. Bringt denn der um? Was sind die denn? 8 Meter, die sind ziemlich weit weg. Ja. Die sind 4 Meter, okay, aber dann nehme ich lieber das Zinn hier. Zinnerz haben wir auch nochmal gekriegt, so, mal gucken. Und einen Bonus haben wir noch bekommen. Okay. Mal an diese Zinnerz dran. Ja. Schade, ich hoffe, hab gehofft, dass wir noch mal ein bisschen was zurückkriegen an Energie hier, wenn wir da kloppen, aber. Das war viel. So, wie weit kommen wir jetzt hier noch mit einem Schlag? Oh, hier unten, es geht's weiter. Hilfe, wo bin ich jetzt? Ich hänge jetzt irgendwo fest. Was ist denn das? Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Das Kunstmuseum Stück 2. Eines der 3 Stücke des Kunstmuseums. Ein Teil eines Modellgebäudes. Aha, was wir hier alles für Zeug gekriegt haben. Lebenspunkte. Raumschiffmodell. Aha. DNS-Modell. Habt ihr da nicht schon mal 2 von? So, könnte ich mal irgendwas essen, was mir was bringt. Außer jetzt hier diese. Die Früchte. Nee. Hätte ich nur was essen mitnehmen sollen. Lebenspunkte brauche ich nicht. Ah, na gut, blöd. So, sind wir noch mal ein gutes Stück weitergekommen hier. Und haben noch mal 10 Herz gekriegt. Och man, kommt Leute. Oh. Flop. Da habe ich bis zur Erschöpfung, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, bis zur Erschöpfung jetzt gearbeitet. Da ist er einfach umgekippt. okay, das geht aber von den Augenringen. Gut, dann können wir ja direkt mal unser Bett austauschen. So, muss denn das andere Ding hier? Ja. Nee, so. Wie rum steht das jetzt? Moment. Kommt aber auch drauf an, wie er steht. So rum. Ah, das sieht komisch aus. Hm.
Ja, Moment, so. Nee. Man sieht dann das immer so schlecht. Was ist denn der Pfeil? Ist das Fuß oder Kopfende? Moment, ich muss ihn so ausrichten. So. Das ist ja wieder kompliziert. So rum eigentlich. Many, many minutes later. So, mein Gott, ist das kompliziert. So. Das ist ein bisschen besser, sonst steht hier so im Weg. So, jetzt haben wir ein schönes neues Metallbett. Sehr schön, sehr schön. Und mal gucken. Ausstatistik. Jo. Dann haben wir jetzt 8 plus dazu gekriegt von Ausdauer. 401 haben wir jetzt. Okay, das war vorher 300 und. Ja, sehr schön. Ja, da haben wir wieder Post. Mal sehen. Ziviltruppe. Fred, hier ist das Zeug, das du bestellt hast. Pünktlich, überzeug dich selbst. Oh. Oh, das ist das für den Auftrag, den wir denen aufgegeben hatten mit der Ziviltruppe. Das hat funktioniert. Die haben uns einen Motor gebracht. Nice. Schaltkreise, Datendisk und so Ruinentoken. Also die Währung, die wir eigentlich bei denen bezahlen können, um was zu kriegen, haben die mir jetzt gebracht. Sehr schön. Hat was gebracht. Hm. Was? Liebe Hühnerleber! Mit so was habe ich noch nie einen Brief angefangen. Liebe Hühnerleber, hey Dummerchen, rate mal, ich bin der fieseste Mörder, den es gibt und ich habe gerade deine Handwerkslizenz geklaut. Schätze, jetzt hast du nichts Besseres zu tun, als mehr Zeit mit deinen Freunden zu verbringen, wa? Denk nicht mal dran, mir hinterher zu jagen, zerschlage deine dummen Googles und zeige dir dann, wieso alles solche Angst vor mir haben. Mörder E, kriminelles Superhirn, Tag 21 Herbst. Was? Ein Handwerker, der Googles trägt? Damit muss es mir angemeint sein. Lösegeld? Was ist jetzt? Warum ist das jetzt in Englisch? Dear Fred, on the 28th of this month is your very own Running of the Jagdmal Festival. Haben sie noch nicht übersetzt. Also, am 28. das Jagdmal Festival. An diesem Tag. Das Jagdmal will be held at the Wandering. Das wird an der Jagdmal Ranch stattfinden. Dann müssen wir uns wieder registrieren, wenn wir da teilnehmen möchten. Okay. Was war jetzt mit unserer Lizenz? Du hast einen seltsamen Brief erhalten. Wer könnte den geschrieben haben? In dem Brief war von einer Brille und einer Lizenz für die Werkstattbesitzer die Rede. Frag mich an, ob sie einen ähnlichen Brief erhalten hat. Was ist denn? Was geht denn hier ab? Meine Handwerkerlizenz ist weg. Das ist ja crazy. Okay. Gut. Das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Bei My Time ohne Augenringe. Und dann schauen wir mal, was hier so los ist. Das gibt's aber gar nicht. Man hat meine Handwerkerlizenz geklaut. Unglaublich. Da haben wir hier für den Ort gearbeitet und machen alles. Und dann klaut man noch die Handwerkerlizenzen. Unverschämtheit. Wofür haben wir eigentlich diese Ziviltruppe? Wo war die Katze? Alles Fragen über Fragen. Und die werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Und warum kann ich so nah ranzoomen? Keine Ahnung. Ist das für eine Tasche da? Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.